Dieses Evangelium, meine lieben Schwestern und Brüder, hat in gewisser Weise Konjunktur. Gerade jetzt auch im Jahr, im heiligen Jahr der Barmherzigkeit. Es gibt ganz starke Strömungen in der Kirche, die gar nicht müde werden und sozusagen auf dieses Evangelium zu trimmen. Wir müssen an die Ränder gehen. Wir müssen die Verlorenen suchen. Und natürlich, das ist ein Impuls, ein ganz starker Impuls aus dem Evangelium. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, welches Gleichnis Jesus erzählt hätte im Blick auf unsere Situation, dass sich ja die Proportionen umgedreht haben. Es ist ja nicht mehr so, dass 99 Schafe da sind und eines fehlt, sondern 99 sind weg. Und es ist nur noch eines da. Es ist nur noch ein Schaf da, das weiß, dass es zur Herde Christi gehört und die anderen sind weg. Was heißt dann hier Barmherzigkeit? Wir sind sehr schnell damit sozusagen aus diesem Stichwort Barmherzigkeit ja geradezu ein Geschäft zu machen. Diese Karte sticht immer und überall, egal um was es geht. Umgang mit dem Islam oder mit den Lutheranern, sie werden alle an unsere Brust gedrückt, bis sie nicht mehr atmen können. Und wir nennen das dann Barmherzigkeit. Aber ist das wirklich Barmherzigkeit? Dieses eine verlorene Schaf, das da eingesammelt wird und das aus welchen Gründen auch immer weggelaufen ist, wird zurückgeholt. Es wird also in seine ursprüngliche Herde wieder eingegliedert. Und das ist der Grund zur Freude. Wenn wir dieses Gleichnis inzwischen so auslegen, dass wir sagen, eigentlich eine ganz bestimmte abgegrenzte Herde gibt es ja gar nicht mehr, sondern wir sagen einfach, alle gehören zur Herde. Okay, aber dann gibt es auch keine verlorenen Schafe mehr. Dann gehören ja eh alle dazu, egal wo sie sind. Ob sie gerade dabei sind abzustürzen, ob sie in die falsche Richtung laufen, ist egal. Alles ist Herde, alles bewegt sich irgendwo, alles gehört dazu, ist universell. Diese Barmherzigkeit, liebe Schwestern und Brüder, ist eine große Mogelpackung. Der sehr gescheite und, wie die Ostkirchen bis heute betonen, letzte große ökumenische Papst, Gregor der Große, hat diese Beobachtungen in unserem Evangelium schon gemacht. Natürlich, er weiß auch, dass Jesus dieses Gleichnis erzählt gegenüber Menschen, die sich selber für toll halten, für gerecht, für solche, die also dementsprechend, wie Gott uns eigentlich denkt und haben will, die Schriftgelehrten und Pharisäer. Aber er sagt, Gregor der Große in seiner Auslegung, Christus ist der Arzt, der sie alle im Blick hat. Auch die, die sozusagen aufgrund ihrer Selbsttäuschung sich auf dem sicheren Standpunkt wähnen. Und als der gute Arzt wendet er eine sehr milde Medizin für sie an, nämlich diese beiden Gleichnisse, dass sie das verstehen können. Man wünschte sich auch heutzutage, dass die harschen Worte, die gesprochen werden, auf diejenigen, die heute treu zur Kirche stehen, das sind manchmal nicht nur harsche, sondern auch von oberer Stelle beleidigende Worte. Man wünschte sich, dass sie die Weisheit Gregors des Großen hätten, der davon spricht, dass auch selbst, auch da gibt es natürlich auch nach innen hin berechtigte Kritik, zu Recht, aber auch, dass es da die milde Medizin braucht, die der Arzt Christus hat und anzuwenden weiß und sie hier im Evangelium anwendet. Denn sonst wird die Barmherzigkeit nach außen gegenüber jedermann zu einer großen Ungerechtigkeit und Unbarmherzigkeit nach innen. Manchmal wird man diesen Eindruck in den letzten Zeiten nicht ganz los. Und das wäre nicht sicher nicht im Sinn eines heiligen Jahres. Sicher nicht im Sinn Gregors des Großen und sicher nicht im Sinn unseres barmherzigen Herrn.